Hallo und schönen guten Tag an alle altgriechisch Interessierten. Herzlich willkommen zu meinem 62. Altgriechisch-Video. Bei meinem Weg durch die Deklinationen, meine hätte ich gesagt, bei meinem Irrweg, gehe ich heute einmal in die einfachste, denke ich mir, Deklination rein, in die zweite Deklination, manchmal auch O-Deklination genannt. Das sind Wörter mit dem Stammauslaut Omikron oder Omega und dazu gehören Maskulina, Feminina und Neutra. Vielleicht darf ich schon zu Beginn sagen, habe ich es nochmal drunter geschrieben, nein, bei allen Grammatikvideos, die man sich anschaut, ist es natürlich wichtig, dass man die Beispiele aus der eigenen Grammatik lernt, aus dem eigenen Lehrbuch, aus der eigenen Lektion und das, was hier steht, im Prinzip nur als Ergänzung dazu nimmt. Also, ich habe drei Wörter ausgesucht. Wo habe ich meine Unterlagen? Ach, die habe ich schon wieder weggepackt. Ich krabbel mal eben so ein bisschen im Hintergrund. Das darf euch jetzt nicht stören. Von denen ich der Meinung bin, dass es relativ wichtig ist, dass man die kennen sollte. Es gibt auch noch andere. So, da habe ich den Zettel wieder gefunden. Also ich habe Hologos, das Wort. Das kommt hier nun laufend vor. Dann haben wir Tu Logo. Da habe ich den Akzent vergessen. Gut. Aber dafür habe ich das Jutta Subscriptum geschrieben und Ton Logon im Singular und im Plural Heu Logoi, Ton Logon, Teus Logois und Tus Logus. Den Vokativ O Logger habe ich weggelassen. Der kommt ja sowieso relativ selten vor. Ja, das ist also das. Dann habe ich, was auch oft vorkommt, ein Femininum He Hodos, der Weg. Tes Hodu, Te Hodo und Ten Hodon. Und dann Hai Hodoi, Ton Hodon, Tais Hodois und Tas Hodus. Ja, das, ich überlegte auch immer Tas Hodus, weil ich das Tas immer natürlich mit dem Feminin verbinde und das Hodus ist irgendwie, ist immer prädestiniert für so, so ein Maskulinum. Aber okay, ist natürlich Feminin. Und dann habe ich noch das, das Geschenk, Todoron, habe ich ausgesucht, Todoron, Tudoru, Todoro und Todoron. Und dann haben wir Tadora, Tondoro, Tondoron. Nicht wieder verrutscht. Tois Dorois und Tadora. Da habe ich den Akzent wieder vergessen. Ja. Gut, dass es mir wenigstens auffällt. Was könnte man noch machen, was auch oft vorkommt, ist Ho Demos, das Volk. Tudemu, Todemo und Tondemon. Und dann gibt es Ho Anthropos, Tu Anthropu, To Anthropo und Ton Anthropon. Der Mensch kommt auch, hätte ich vielleicht auch machen können. Ach, ich. Wie gesagt. Dann aus den ein Beispiel habe ich noch aus den sogenannten Kontrakta. Die Kontrakta. Ich habe jetzt nicht die Regeln, also die Vokalregeln, was da kontrahiert wird, was wohin kontrahiert wird. Lange Vokale, Diphthonge Vokale, Diphthonge, die verschluckt werden, Kontraktionen. Wann die unterbleiben, bei welchen Adjektiva, das habe ich jetzt einmal nicht gemacht. Da gibt es ja unendlich viele Regeln, auch Akzentregeln. Da bitte ich euch einfach, das nachzusehen, sonst würden diese, ich bin ja auch jetzt keine lebende Grammatik hier, sondern möchte nur einen groben Überblick geben. Wer das lernen muss, der müsste dann in seiner eigenen Grammatik einmal nachgucken. Ja, das ist... Es wird bei der nächsten Deklination noch schlimmer. Da sage ich gleich was zu. Ja, ein Beispiel aus den sogenannten Kontrakta, was aus meinem Dafürhalten relativ häufig vorkommt. Eigentlich Honoros, der Sinn, also Noos, und dann wird das zusammengezogen. Honus, dann der Genitiv Tunu, eigentlich Tunou, dann der Dativ, eigentlich Tono, wird zusammengezogen zu Tono. Und dann haben wir den Akkusativ Tonnoon, das wird dann zu Tonnun. Und im Plural, ja fast analog, eigentlich Heunooi, wird zusammengezogen zu Heunoi. Dann Tonoon zu Tonon, Teus Noois zu Teus Neus und Tus Nous zu Tus Nus. Jo, das wäre so meine Bemerkung zur zweiten Deklination. Die dritte Deklination ist ja, wer das schon kennt, eher ein Albtraum.
in einigen Grammatiken wird die auch noch konsonantische Deklination genannt, obwohl noch ganz viele Vokale drin vorkommen. Aber das sage ich dann im nächsten Video. Also da mache ich sicherlich mehrere Videos zu. Und wäre dann so der Ausblick zum nächsten Video. Im Augenblick habe ich ja meine Grammatikphase. Texte kommen aber auch wieder. Wer die Unterlagen gerne haben möchte, der kann sich die als PDF-Dokument downloaden. Kostenlos auf meiner Homepage www.raphael-biere.de. Ich bedanke mich fürs Zuhören, bedanke mich fürs Zuschauen und in diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.